Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von Boss Monster. Und zwar dieses Mal zu dem Toon Blackluster Soldier, beziehungsweise zum gesamten Toon Deck Thema eigentlich, weil ich dachte mir, es passt doch mal ganz gut hier rein, oder? Ich wollte mal ein modernes Toon Deck zeigen, jetzt mit dem neuen Support, weil ich muss sagen, der Toon Support ist wirklich on point. Ich hätte nicht erwartet, dass der Toon Support so gut ausfallen würde, aber das Deck, was ich heute vorstellen werde, ist gar nicht mal so schwach. Ich würde sagen, das ist halt wirklich ein solides Rogue Deck. Gerade weil auch beispielsweise die Zauberkarten des Themas und die Feilenkarten sehr, sehr gut sind. Denkt auch beispielsweise an so Karten wie Comic Hunt. Das ist einfach ein erlaubter Schnappstall für das Toon-Thema. Richtig krass eigentlich. Aber gut. Was halt wirklich diese neuen Supportkarten verändert haben am Deckbild, beziehungsweise was das neue Bossmonster kann, das werde ich jetzt alles erklären. Aber ich würde sagen, ich werde erstmal ganz kurz nochmal die Karte Toon Blackluster Soldier vorstellen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber ich mache es ganz schnell, weil wie gesagt, Freunde, ich habe dazu schon ein Video gemacht, deswegen, naja. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kurz die Effekte kann ich ja nochmal vorlesen. Denkt aber auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Pokémon-Kanal und meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame, weil das ist mir auch ganz wichtig, aber ich würde sagen, jetzt starten wir mal mit der heutigen Folge. Und der gute Toon Blackluster Soldier ist ein Stufe 8 Monster mit der Eigenschaft Erde und dem Typen Krieger. Und den klassischen Blackluster Soldier Werten, also 3000, 2500, das sind auch die Werte von beispielsweise dem Blue Eyes White Dragon. Und man kann diese Karte hier nicht normal beschwören oder normal setzen, aber man kann sie specialen, indem man dann einfach so Toon-Monster von der Hand oder Feldseite aufgibt, deren gemeinsame Stufe 8 oder mehr betragen. Und das ist quasi der Kosteneffekt vom Ritual Blackluster Soldier, habe ich mir sagen lassen. Und ja, das ist cool, ich mag diese Hommage, aber es geht noch weiter. Wenn man quasi Toon-Welt kontrollieren sollte und der Gegner keine Toon-Monster haben sollte, dann kann diese Karte hier direkt angreifen und man per Turn, wenn man quasi Toon-Welt kontrollieren sollte, kann man hiermit eine Karte banishen, die der Gegner kontrolliert. Auch Zauber- oder Fallenkarten, nicht nur Monster, sehr, sehr praktisch. Aber dann darf diese Karte hier für den Rest der Runde nicht mehr angreifen. Das Schöne ist aber, diese Karte hier ist eines der wenigen Toon-Monster, die in der Runde angreifen können, wo sie beschworen werden. Das ist wirklich solide. Und es macht auch Sinn, wie ich finde, weil sonst dieser Downside-Effekt hier, dass diese Karte hier nach dem Banishen nicht mehr angreifen kann, nicht so viel Sinn ergeben würde. Weil diese Karte hier, naja, würde dann vermutlich nie zum Angreifen kommen, das wäre etwas dämlich. Aber wie auch immer. Ich mag die Karte so, wie sie ist, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie ein Deck um die Karte aussieht, beziehungsweise wie ein modernes Toon-Deck generell aussieht. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so schwach. Und da haben wir auch schon die Deckliste und ihr seht schon, wir haben zunächst mal 40 Karten im Main Deck, davon 16 Monster und zwar dreimal die Karte Toon Blackluster Soldier, wir haben ebenfalls dreimal Toon Dark Magician und ebenfalls dreimal Red Eyes Toon Dragon, dann haben wir zweimal Toon Mermaid und dreimal die Karte Toon Harpy Lady sowie zweimal Planet Pathfinder, dann haben wir 20 Zauberkarten und zwar dreimal die Karte Torf der Extravaganz, wir haben einmal Terraforming, wir haben einmal Mimikatz, dann haben wir dreimal Toon Table of Contents und dreimal Toon Bookmark. Dann haben wir dreimal die Karte Toon Page Flip, dreimal die Karte Comic Hand, die richtig stark ist, und dreimal Toon Königreich. Und dann noch vier Fallenkarten, und zwar einmal die Karte Metaverse und dreimal die Karte Toon Terror. Und im Extra-Deck haben wir logischerweise mal wieder 15 Karten, und zwar haben wir da quasi dreimal die Karte Red Eyes Flare Metal Dragon, wir haben zweimal Draco Sack, wir haben dreimal Big Eye, dreimal Dweller, zweimal Unicorn und zweimal Phoenix. So, das ist die Deckliste und wie ist jetzt die Taktik? Ganz einfach, diese Karte hier ist schon recht zentral. Ich muss sagen, die Karte ist sehr, sehr gut. Wir haben wirklich Ewigkeiten gewartet auf ein offizielles Toon-Boss-Monster. Wir hatten sowas einfach nicht. Der Toon Blue Eyes White Dragon beispielsweise, der hat keine Effekte. Und selbst solche Karten hier, die noch moderner sind, haben auch keine eigenen Effekte, um irgendwie als Bossmonster zu fungieren. Nein, die sind nur Material beispielsweise für ein Big Eye maximal, aber selbst das ist kein richtiges Bossmonster letztlich. Auch diese beiden Karten hier sind keine richtigen Bossmonster, also was für ein Bossmonster willst du in Toon aufbauen? Es gab da nie was. Aber diese Karte hier ist zumindest etwas. Es ist ein Banish. Es ist halbwegs solide. Und die Karte ist auch gar nicht mal so teuer. Du kannst sie wie gesagt beschwören über halt einfach, naja, diese Stufen, die du zahlst. Das Schöne ist jetzt aber, man kann wie gesagt die Kosten von dieser Karte hier auch krass umgehen. Und das geht tatsächlich mit dieser ganzen Rang 7er Engine hier. Und zwar ist es möglich, über Red Eyes Toon Dragon ein beliebiges Toon Monster von der Hand zu specialen. Ungeachtet seiner Summoning Conditions. Also, naja, auch diese Karte hier, das geht. Und mit dem Toon Dark Magician kannst du halt ein Toon Monster aus dem Deck specialen, was noch besser ist. Oder eine Toon-Zauber- oder Fallenkarte raussuchen, was auch solide ist.
Das Ding ist, du hast halt für gewöhnlich immer damals mit Toon Dark Magician den Red Eyes geholt. Und dann hast du logischerweise einen Rang 7 Play gemacht. Aber mittlerweile kann man deutlich flexibler arbeiten und das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Man kann sagen, okay, ich will jetzt gerade keinen Rang 7 Play, ich will meinen verdammten Black Duster Soldier haben und dann ist er auch da. Es funktioniert. Das ist wirklich stabil. Und es geht sogar noch weiter. Was wir logischerweise auch noch haben, ist Toon Page Flip. Und damit kannst du einfach so dein Toon Monster in deinem Deck aufdecken und du bekommst eins davon random. Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise diese drei Karten hier auswählt, dann bekommt man entweder sofort seinen Toon Black Duster Soldier oder man bekommt ein Monster, was halt den Black Duster Soldier auch holen kann. Klar, wenn man diese Karte hier bekommen sollte, dann muss man den Black Duster Soldier bereits in der Hand haben, was nicht so toll ist, aber dass man wirklich hier den Red Eyes Toon Dragon bekommt, ist nur eine Chance von 33%. Zu 66%, was deutlich wahrscheinlicher ist, hat man den Black Duster Soldier einfach so. Das ist wirklich gut, ich muss sagen, Toon Page Flip war hier auch mal wieder eine sehr solide Supportkarte. Man muss also festhalten, man kommt fast immer auf den Toon Black Duster Soldier, wenn man ihn braucht. Und das ist sehr angenehm. Das Ding ist nur, wenn man diese beiden Karten hier normal beschwören möchte, braucht man logischerweise Materialien. Und das ist ja auch kein Problem. Und zwar haben wir folgende Karten. Wir haben Toon Mermaid und wir haben die Harpy Lady. Und es sind zwei Monster, die sich einfach so gefühlt gratis specialen. Es ist so gut. Das Ding ist nur, Toon Mermaid hat leider keinen eigenen Effekt, ne? Die Karte ist wirklich nur, naja, Tributmaterial bzw. nur ein Beatstick. Aber die Karte hier, die neuer ist, die jetzt rauskam, kann Backrow schießen. Das ist gut. Das ist einfach ein netter Bonus, der normalerweise immer sehr gelegen kommt. Nimmt man auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Und ja, somit kannst du einfach so Tributvater hinzaubern, die du dann wegtributen kannst für halt einfach dein Tributmonster oder für die Kosten für Black Duster Soldier. Das geht natürlich auch. Aber man kann logischerweise auch hier diese Stufe 4er overlayen auf den Dweller. Auch das ist machbar. Man könnte jetzt theoretisch auch natürlich noch weitere Rang 4 XC Monster spielen, wie beispielsweise ein Tornado Drache oder meinetwegen ein Lightning Chidori, weil die hier sind Wind. Aber das passt nicht wirklich rein wegen halt einfach Extravaganz, ne? Es wäre zu riskant, dass dann einfach immer die Karte weggebanished wurde, die du brauchtest. Und ich würde sagen, Dweller ist schon am wichtigsten. Ist halt wirklich das beste Rang 4 XC Monster, was wir haben eigentlich. Ist halt wirklich ein Floodgate. Naja, das ist so eine Sache. Ich würde sagen, dass dadurch halt diese teuren Monster gar nicht mal so teuer sind. So, aber das nächste große Problem von dem Thema hier ist logischerweise, dass dieses Deck hier nichts macht ohne Toon Königreich. Wir müssen diese Karte immer bekommen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt kein Duell, wo wir sagen, okay, Toon Königreich brauche ich jetzt gerade nicht so dringend. Die Karte muss immer, wirklich immer da sein, am besten First Turn. Und wie geht das? Naja, über Searches. Diese Karte hier ist ein Feedspell. Du kannst die Karte raussuchen über Terraforming, das ist kein Problem. Du hast auch Metaversum als Fallenkarte, ist etwas langsamer. Aber was du auch spielen kannst, ist einfach Planet Pathfinder. Das ist wirklich genial. Du kannst diese Karte beschwören, sie wegtributen und bekommst dann Feedspell. Klar, diese Karte hier wastet die Normalbeschwörung, aber das ist okay. Dieses Deck hier kann specialen und deswegen brauchst du nicht zwangsweise eine Normal Summon. Aber den Feedspell brauchst du immer. Das bedeutet, spiel bitte diese Karte hier. Das lohnt sich. Klar, du hast auch bei diesem Thema hier Search-Karten auf halt die Toon-Welt, aber wenn du die mal nicht ziehen solltest und auch die Toon-Welt nicht ziehen solltest, hast du einfach verloren. Und du willst halt wirklich ein Deck haben, was konstant ist. Von daher, ich würde das wirklich empfehlen. Also Toon Kingdom, da kann man eigentlich gefühlt gar nicht so viele Search-Karten für spielen. Du brauchst die Karte einfach. Ist so. Und was du dann halt auch noch hast, sind diverse Support-Karten, die Toon noch so hat. Beispielsweise, naja, haben wir die Comic Hunt. Das ist einfach so Schnappstahl in besser als Toon-Support-Karte. Diese Karte hier macht sogar Monster, die man klaut, zu Toon-Monstern. Mit allen Benefits. Es ist so gut, wirklich. Die Comic Hunt wäre für ein anderes modernes Thema gar nicht vorstellbar, weil die zu broken wäre. Wirklich. Also ich muss sagen, Comic Hunt ist eine Karte, die muss man dreimal spielen. Ich habe jetzt einige Profiles gesehen, wo die Karte ja auch zwei gecuttet wurde, aber das ist einfach dumm. Ich muss sagen, die Karte ist so gut, das ist gefühlt die beste Karte des Decks, ne? Das ist einfach Big Eye als Zauberkarte. Bitte spiel die Karte dreimal. Ja, die ist jetzt aussuchbar über halt das hier, weil die Karte hier Toon-Welt im Text auflistet, aber trotzdem. Du willst die Karte auch teilweise einfach so hard drawn, weil die wirklich ein guter Draw ist. Sehr, sehr stabile Karte. Was wir dann noch haben, ist halt Toon-Terror. Damit kannst du einfach so eine Negation machen. Das ist zeitlos, das brauchst du eigentlich gefühlt in jedem Duell. Wenn du First gehst, musst du diese Karte irgendwann searchen. Und was ich hier auch spiele, einmal, ist Mimikatz.
Das ist eine Karte, die muss man nicht spielen, aber ich wollte sie mal testen. Das Ding ist einfach, die Karte hier listet auch Thunwelt in Text auf, von daher ist sie raussuchbar über Thun Bookmark. Und du kannst sie einfach so gegnerische Materialien aus deinem Grave klauen. Ist schon lustig, muss ich sagen. Ich finde die Karte nice. Und ja, was die Search-Karten angeht, muss man halt sagen, die sind genial. Es gibt kaum ein Thema mit besseren Search-Karten und du kannst dir gefühlt alles searchen, was existiert. Es ist so krass. Also diese beiden Karten hier muss man dreimal spielen. Ich denke mal, das ist, naja, selbstverständlich. Ja, und was wir dann auch noch haben, ist logischerweise Extravaganz, weil ganz ehrlich, Freunde, die Karte hier ist ein No-Brainer. Die beiden Draws hier nimmt man gerne mit, es geht einfach so plus 1. Und diese Extra-Deck-Kosten sind vollkommen scheißegal, in jeder Hinsicht, wirklich. Dass hier dreimal Big Eye gebanished wird, die Chance ist bei 0. Also bitte, spielt die Karte dreimal. Das ist einfach nur so gut für das Thema. Es ist wieder darauf zugeschnitten. Sehr, sehr stabil. Und im Extra-Deck haben wir logischerweise so ein paar Rang-7-Optionen, also Big Eye, Draco Sack und Red-Eyes Flammetal Dragon. Ich muss sagen, Draco Sack ist hier gar nicht so zentral, von daher den nur zweimal, aber die anderen beiden wird man auf jeden Fall immer beschwören können, wenn man halt kann. Also auch nachdem man hier den Topf aktiviert hat, deswegen halt die dreimal. Dann haben wir Dweller als Rang-4-Option, wie gesagt, und wir haben noch Nightmares, weil why not? Also ich denke, die sollte man auch spielen. Und das war's auch schon. Ich muss sagen, das Deck hier ist sehr, sehr anfängerfreundlich. Ich würde sagen, das kann jeder spielen. Und es macht eine Menge Laune. Wirklich, dieser Support hier ist on point. Blacklaster Soldier ist jetzt nicht unbedingt die krasseste Karte aller Zeiten, wie gesagt, aber es ist eine Boss-Monster-Support-Karte für das Thun-Thema. Sowas hatten wir legit noch nie. Ich meine, man hätte auch beispielsweise dieses Eugig-Thema von Pegasus mit Thun irgendwie vernetzen können, aber das hat man nicht getan. Das Eugig-Thema ist ein eigenes Deck, von daher, die Bossmonster davon sind hier keine Bossmonster. Das lässt sich nicht kombinieren, beziehungsweise es beißt sich einfach nur. Deswegen ist es wunderbar, dass die Thun-Karten jetzt mal selber ein Bossmonster haben. Und ich würde sagen, das kann sich auch sehen lassen. Diese gesamte Rang 7er Engine hier kann man nach wie vor prima in Thun spielen und die neuen Support-Karten wie Pageflip oder Terror fügen sich einfach prima ein. Es ist wirklich, wirklich gut. Und auch hier die Thun-Bookmark ist logischerweise toll, dass jetzt so eine Karte wie einfach Comic-Hand raussuchbar ist. Das ist absolut Killer. Ja, dass die Karte geil ist, ist denke ich jedem klar. Wie auch immer. Eure Meinung zu dem Deck hier sehr gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir sehr gerne schreiben, welche Deck ich hier mal vorstellen soll, beziehungsweise welches Bossmonster ich mal behandeln soll. Und ansonsten denkt auch bitte an meinen Twitch, weil ich streame mittlerweile sehr, sehr regelmäßig live dort. Also kann man da gerne mal reinschauen. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, sehr guter Shop. Oder meinen Pokémon-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.